Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und jetzt schon mal vielen Dank fürs Reinklicken bei einer neuen Ausgabe unserer Internetsendung Nachtvorlesung nachgefragt von Asklepios. Unser Thema heute lautet intraoperativer MRT bzw. Kernspinnen in der Neurochirurgie. Darüber möchten wir Sie heute umfassend aufklären und das tue ich wie immer nicht alleine, sondern mit kompetentem Fachbesuch an meiner Seite. Herzlich willkommen in dieser Sendung an Professor Paul Krämer, den Chefarzt der neurochirurgischen Abteilung in der Asklepios Klinik Nord-Heidberg und auch den Chef des dortigen Kopfzentrums. Schön, dass Sie bei mir sind. Dankeschön. Herr Professor Krämer, was macht denn eigentlich die moderne Neurochirurgie heute aus? Verschiedenes. Ich denke, etabliert ist inzwischen international die Mikrochirurgie. Neurochirurgen arbeiten mikrochirurgisch. Ich denke, das ist durchgedrungen. Neurochirurgie heute, die moderne Neurochirurgie, ist aber auch sehr in Anlehnung an eine moderne Bildgebung. Mhm. Das Computertomogramm, das kennt jeder. Das Kernspintomogramm kennt natürlich inzwischen auch jeder. Aber auch diese Techniken haben sich weiterentwickelt. Funktionelle Kernspintomographie, hochauflösendes CT, höherwertige Kernspintomographen. Die Bildgebung spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Wichtig ist aber auch die Kooperation mit den anderen Fachdisziplinen, die Kooperation mit der Anästhesie, die Neuroanästhesie, der Austausch in den Neurofächern oder eben auch interdisziplinär, wie in Heidberg eben auch die Kooperation mit anderen Fachdisziplinen, Kieferchirurgie, Hahn. Wir bilden ja heute hier sozusagen nochmal eine Quintessenz der hanseatischen Nachtvorlesung, die Sie zum Thema intraoperativer Kernspinnen gehalten haben. Unsere Asklepios-Veranstaltungsreihe, wenn Sie die, liebe Zuschauer, nicht besuchen konnten, gibt es eben hier an dieser Stelle im Internet immer das Wichtigste nochmal, dass Sie es jederzeit sich anschauen können. In dieser Nachtvorlesung haben Sie unter anderem etwas erzählt über die neuroradiologische Konferenz. Können Sie uns da nochmal auf den neuesten Stand der Dinge bringen? Neurochirurgen sind traditionell sehr bildgebend orientiert. Früher war es so, da haben Neurochirurgen so operiert, unter gewissen neurologisch-anatomischen Vorstellungen wurden Köpfe geöffnet, Gehirne freigelegt, man hat operiert, auch hier in Hamburg. Das hat sich komplett geändert und wir haben inzwischen täglich eine Konferenz mit Neuroradiologen, das ist eine Subspezialisierung von Radiologen, und jeden Tag präsentieren diese Kollegin uns Bilder, Kernspinnbilder, computertomografische Bilder, wo eben entsprechende Befunde uns Neurochirurgen demonstriert werden und anhand der Beschwerden des Patienten und anhand der klinischen oder bildgebenden Befunde wird dann in vielen, vielen Fällen die OP-Indikation gestellt. Mhm. Wo eben interdisziplinär zwischen den Kollegen täglich sich auch beraten wird. Und wir ausgetauscht wird, beraten wird, diskutiert wird. Ist vergleichbar wahrscheinlich mit der Tumorkonferenz in der Onkologie, über die wir... So ein bisschen schon, ja. Ein großer Vorteil eben auch, dass die Ärzte dann nicht mehr separat voneinander Entscheidungen fällen, sondern dass man sich gegenseitig mit seinem Fachwissen auch kritisch hinterfragt. Sehr gut. Unser Thema heute ist ja der intraoperative Kernspinn. Welche Rolle spielt denn die Bildgebung? Sie haben es schon angesprochen, wie wichtig das ist, aber welche Rolle spielt die Bildgebung bei der Frage, ob ein Tumor beispielsweise vollständig entfernt ist? Also wie viel können Sie sich auf die Bildgebung verlassen und wie viel muss der Arzt dann doch noch alleine entscheiden? Normalerweise ist ein Chirurg ein Mensch, der nach einer Operation zum Patienten hingeht und sagt, ich habe alles entfernt. Und das ist ja auch wichtig, so etwas dem Patienten zu sagen. Und da kreuzte in der Neurochirurgie die Kernspintomographie uns den Weg, weil wir, das ist eine Entwicklung aus Heidelberg, wo ich herkomme, der Universitätsklinik in Heidelberg, wo wir die Kernspintomographie natürlich vor der Operation eingesetzt haben. Aber wir haben sie dann auch Anfang der 90er Jahre nach der Operation eingesetzt. Und wir waren erstaunt, wir waren erschrocken, wie viel und in wie vielen Fällen wir Resttumor übergelassen haben, den wir trotz OP-Mikroskop, trotz der Tatsache, dass das erfahrene Neurochirurgen operiert haben, eben zurückgelassen haben. Was waren denn die Ursachen dafür? Haben Sie das einfach übersehen? Ja, das sind Gewebestrukturen, die oft sehr, sehr schwer zu erkennen sind, nach wie vor schwer zu erkennen sind. Und hat der Neurochirurg dann halt trotz eben OP-Mikroskop, trotz seiner operativen Erfahrung nicht absichtlich zurückgelassen. Er hat es nicht erkennen können. Und aus dieser Zeit kommt die Idee der intraoperativen Bildgebung.
wie zum Beispiel dem intraoperativen Kernspintomogramm, wo man eben sagt, wir möchten die Information nicht haben nach der Operation, wir wollen sie haben während der Operation. Wie sehr hat Ihnen diese Entwicklung dieser Methode denn geholfen, jetzt ganz subjektiv? In erster Linie dem Patienten. Ja, genau. In erster Linie dem Patienten. Also es hat mich natürlich in meiner Laufbahn sehr geprägt, diese Fragestellung der intraoperativen Bildgebung. Es gibt verschiedene Methoden, da kommen wir noch drauf zurück. Aber es ist eine ganz zentrale Frage, wenn man chirurgisch am Gehirn operiert, möchte man auch wissen, hat man alles, was man entfernen kann, auch wirklich entfernt. Und die intraoperative Bildgebung ist ein zentrales Thema in der Neurochirurgie in den letzten Jahren, nach wie vor ein zentrales Thema. Und diese Weiterentwicklung in unserem Fach hat vielen geholfen. Es gibt ja den sogenannten Vorfall des Brain Shifts, dass sich Hirngewebe während der Operation in irgendeiner Weise verschiebt. Ist das eben auch ein Grund, weswegen der Kernspin da so wichtig ist? Ja. Üblicherweise werden heute diese Gehirnoperationen mit Navigationssystemen begleitet. Ja? Wie in Ihrem Auto haben Sie ein Navigationsgerät. Es ist eigentlich ganz einfach. Das sagt Ihnen, Sie müssen da oder dort operieren, Sie müssen da oder dort aufhören. Sie nehmen diesen. Aber nicht bitte wenden, oder? Ja. Und wenn man Gewebestrukturen entfernt, wie man es ja zwangsläufig macht am Gehirn, dann hat man natürlich die Situation, dass sich diese Strukturen auch verschieben. Ja? Das ist wie wenn ein Bagger die Straße ein bisschen verrutscht. Und dann stimmt die Navigation nicht mehr und das nennen wir den sogenannten Brain Shift. Ja, das Gehirn verlagert sich durch die operative Manipulation. Und dann stimmt dieser präoperative Datensatz für die Navigation ja nicht mehr und ist deswegen während der Operation auch nicht mehr so sehr verwendbar. Also ist dieses Bildgebungsverfahren eben auch eine gute Kontrolle, ob Sie immer noch sozusagen auf dem richtigen Weg sind? Es ist eigentlich ein sogenanntes Update, um es in der modernen Sprache zu nennen. Wir machen nichts anderes, als dass wir die Resektion überprüfen und gleichzeitig einen neuen Datensatz erstellen, mit dem wir eine neue Navigation dann zur Verfügung haben. Wie funktioniert denn dieses Bildgebungsverfahren intraoperativ genau? Eigentlich ganz einfach. Der Patient wird hineingeschoben, aber es kommen natürlich schon einige Besonderheiten hinzu. Der Patient liegt in Narkose, der Patient hat einen geöffneten Schädel. Man muss also hygienische Voraussetzungen haben, dass man in einen MR-Raum fährt, der OP-Luftqualität haben muss. Das ist höchste Luftqualität. Und natürlich werden alle Patienten, die am Kopf operiert werden, fixiert. Man kann sich vorstellen, wenn der Patient, wenn ein Chirurg mit den Händen zittert, ist das nicht gut. Aber wenn der Patient mit seinem Kopf wackelt, ist das auch nicht gut. Also werden diese Köpfe fixiert. Und dieses Fixierungssystem ist ein sehr aufwendiges Fixierungssystem, was natürlich kernspinkompatibel sein muss. Ja, denn Sie können metallische Gegenstände, üblicherweise sind diese Fixierungssysteme aus Metall, die können Sie nicht in den Kernspintomographen hineinbringen. Und dann brauchen Sie auch ein Fixierungssystem, was auch gleichzeitig ein Teil der MR-Spule ist, die ja ganz eng um den Kopf gelegt wird. Wenn Sie all diese Voraussetzungen haben, dann können Sie den Patienten in das Kernspintomogramm bringen und können intraoperative, also Bilder am geöffneten Schädel machen. Wie oft wird denn diese Methode benutzt während einer OP? Es ist ja ein relativ aufwendiges Verfahren. Sie haben es eben beschrieben, die Lagerung und so weiter. Müssen Sie gegebenenfalls auch mehrfach da kontrollieren und updaten? Ja, also es ist auch schon vorgekommen, dass wir zweimal hineingefahren sind. Jetzt nicht hier in Hamburg, in meiner Heidelberger Zeit habe ich das auch mal gemacht. Vor allem bei kindlichen Gehirntumoren, wo man mit noch mehr, sage ich mal, Engagement jeden Krümel entfernen möchte. Da kann es durchaus sein, wenn man initial doch viel Resttumor übergelassen hat, dann nochmal nachresiziert, dann wissen will, habe ich wirklich alles entfernt. Dann fährt man gegebenenfalls zweimal hinein. Ja. Welche Patienten bekommen denn dieses Bildgebungsverfahren während ihrer OP? Sind das alle? Nein, alle Patienten sind das nicht. Es gibt Gehirntumoren, die man in ihrer Radikalität gut überprüfen kann. Zum Beispiel gutartige Meningiome, das sind Tumoren der Hirnhäute, die kann man gut überprüfen. Aber gerade die Tumoren im Gehirn entstanden sind, die sogenannten Gliome, die glialen Tumoren, die steckt man in das intraoperative Kernspintomogramm, weil hier die Radikalität sehr schwer zu überprüfen ist. Ja? Ob das jetzt im Kindesalter ist, ob das im Erwachsenenalter ist, das ist egal. Also das sind die glialen Tumoren, die Gliomen, die hirneigenen Tumoren. Und
Wir machen das auch bei anderen Tumoren, wo die Radikalität schwer überprüfbar ist. Also vor allem bei Schädelbasiseingriffen, die sehr aufwendig operiert werden müssen. Mhm. Gibt es Prozentzahlen, die in irgendeiner Weise einordnen können, wie viel mehr Erfolg Sie sozusagen in Ihrer Operationstätigkeit haben, seit es dieses spezielle ja. Bildgebungsverfahren gibt? Ja, man kommt eigentlich schon an eine sehr, sehr hohe Prozentzahl heran. Es gibt verschiedene Daten aus vergangenen Zeiten, es gibt auch modernere Daten und man erreicht schon eine Prozentzahl, eine Radikalität, nicht von 100%, ja, aber nahezu 100%. Also schon, man muss schon in einen Bereich von über 90% kommen. Man muss aber auch die Methode ein bisschen differenziert sehen. Manchmal dient die Methode der Überprüfung der Radikalität im Sinne, ich nehme das heraus, was möglich ist, im Sinne des maximalen Debulkings, so sagen wir das. Also ich möchte bis dahin gehen, mehr kann ich nicht. Und dann wird die Radikalität im Sinne der inkompletten Resektion einfach überprüft. Und dann gibt es aber, und das sind die meisten Fälle, doch Patienten, wo ich alles entfernen möchte. Mhm. Ja, und da kommt man eigentlich schon nahe an 100% heran. 100% heißt, da muss man vorsichtig sein, das sind die Tumoranteile, die wir im Kernspintomogramm als Tumorgrenze definieren. Ja, das sind makroskopische Tumorgrenzen, das sind nicht die mikroskopischen Tumorgrenzen. Also nicht jede Zelle bildet sich im Kernspintomogramm ab. Ja, es gibt ein umgebendes Ödem bei jedem Tumor, wo auch gerade bei Gehirntumoren Tumorzellen versteckt sein können. Die erreichen wir mit dieser Methode auch nicht, aber das kann auch das Kernspintomogramm nicht darstellen. Mhm. Es gibt ja noch eine weitere Überprüfungsmethode, sage ich mal, die Sie während einer OP anwenden können, der intraoperative Ultraschall. Können Sie mal eben vergleichen, wann welche Methode jetzt zum Einsatz kommt? Es gibt verschiedene andere Methoden der intraoperativen Bildgebung. Es war ein Forschungsprojekt in Heidelberg. Wir haben verschiedene Zielrichtungen gehabt. Eine Zielrichtung war der intraoperative Ultraschall. Mhm. Ein Verfahren, das natürlich allgegenwärtig ist. Unkompliziert. Den Ultraschall kann jeder Arzt verwenden, ob es jetzt in der Gynäkologie, in der Pädiatrie, in der Viszeralchirurgie, in der Gefäßchirurgie ist. Das ist ein Gerät, das auch längst nicht so teuer ist. Man braucht nicht ein so aufwendiges, sage ich mal, Konstrukt an OP-Bauten haben. Das ist einfach handhabbar. Wir haben das in Heidelberg verglichen, den Ultraschall intraoperativ mit dem intraoperativen Kernspintomogramm. Und man muss dann natürlich sagen, die Bildgebung heute präoperativ ist die Kernspintomographie. Und es ist auch intraoperativ die Kernspintomographie dem Ultraschall natürlich überlegen, weil die Auflösung, die Bildqualität viel besser ist. Sie ist etabliert, sie ist standardisiert. Und der Ultraschall ist von vielen, vielen Artefakten, also Kunstprodukten, abhängig. Man operiert, man hat Gewebepartikel in der Flüssigkeitshöhle, man braucht viel Erfahrung, um diese Bilder zu interpretieren zu können und traditionell handhaben Neurochirurgen diese Untersuchungstechnik doch nicht so häufig. Also da gibt es viele, viele Probleme, die den Ultraschall doch eher ins hintere Glied treten lassen. Hat der intraoperative Kernspin denn eigentlich auch Nachteile? Ja, es ist sehr teuer. Ja, okay. Ja, Sie müssen einen Kernspintomographen entweder in einen OP hineinstellen und haben dann halt die Schwierigkeit, dass Sie ihn nur im OP nutzen können. Oder Sie machen das wie jetzt hier in Heidberg, Sie stellen den Kernspintomographen an den OP. Sie müssen also eine bauliche Veränderung vornehmen, die ist aufwendig, die ist teuer. Das Konzept hier in Heidberg ist weltweit einzigartig und ich denke, es ist das erste Mal, dass ein solches Konzept, weil wir es an den OP gebaut haben, sich wirtschaftlich trägt, weil wir einerseits Patienten vom OP aus untersuchen können, andererseits Patienten außerhalb des OPs untersuchen können. Und dann ist ein solches System oder Konzept wirtschaftlich. Wenn Sie das in den OP stellen, wie es an einigen Standorten auch in Deutschland der Fall ist, dann ist das von der Auslastung natürlich ein anderes Problem. Und dann kommt jeder Krankenhausökonom und sagt, lieber Herr Krämer, das rechnet sich nicht. Also das ist ein echter Nachteil. Die baulichen Voraussetzungen sind aufwendig, es sind die Kosten aufwendig und bislang ist das auch international, weltweit ja nach wie vor eine Technik, die nicht so richtig sich durchsetzt, aber vor allem aus ökonomischen Gründen. Wollte ich gerade sagen, das muss ja wirtschaftliche Gründe haben. Es gibt auch noch einen anderen Nachteil, Patienten mit Herzschrittmacher, die können diese Technik natürlich auch präoperativ
nicht bekommen. Das ist nach wie vor ein Handicap. Sie haben mehrfach schon Heidelberg erwähnt als Stichwort. Dort wurde ja diese Methode erstmals angewendet. Nun sind wir nicht in Heidelberg, sondern in Nordheidberg in der Asklepios-Klinik. Dort sind Sie sozusagen angesiedelt. Was gibt es denn seit der Einführung dieser Methode für Fortschritte? Was machen Sie sozusagen womöglich noch besser, noch effizienter als Ihre Kollegin in Heidelberg? Ja, Heidelberg war das erste Konzept weltweit. Übrigens wurde eine Hamburger Patientin dort als erste Patientin operiert. So schließt sich der Kreis ja, dann wieder. Und wir hatten damals aus vielerlei Gründen gesagt, wir nehmen ein offenes Kernspintomogramm, einen offenen Magneten. Wir hatten Sorge mit der Überwachung während der Operation oder während des MRs mit geöffnetem Schädel. Wir wollten einen Zugriff haben auf den Patienten unmittelbar. Der Anästhesist muss ja bei der Untersuchung dabei bleiben. Und wir hatten ein Niederfeldgerät, ein 0,2 Tesla-Gerät mit einer Bildgebung, die nicht gerade die beste war. Aber das war der Startpunkt weltweit. Inzwischen sind an vielen Standorten weltweit diese Geräte auf 1,5 Tesla-Geräte umgerüstet. Es gibt auch 3,0 Tesla-Geräte intraoperativ. Das ist ein deutlicher Fortschritt und ich bin überrascht über die Bildqualität, die wir hier haben. Ich bin wirklich überrascht. Ich bin auch überrascht, wie kleine Strukturen man darstellen kann. Das war in Heidelberg nicht ganz so. Das liegt an dem technischen Fortschritt. Was man inzwischen auch entwickelt hat, was ich auch einen Fortschritt sehe, das ist auch eben mit der zunehmenden Qualität der Kernspintomographie. Man kann die bildgebenden Daten mit funktionellen Daten kombinieren. Funktionelle Daten heißt im Kernspintomogramm, sie können Bahnsysteme darstellen. Ja, ich bewege jetzt meine Hand, das muss da oben ja irgendwie gestartet werden, da müssen ja Leitungen zur Hand gehen. Diese Leitungsbahnen kann man im Gehirn darstellen, auch die Leitungsbahnen für die Sprache. Oder auch zum Beispiel funktionelles Kernspintomogramm. All dies kann man heute miteinander kombinieren und kann natürlich dann zum einen die Radikalität steigern, zum anderen aber auch die Sicherheit für den Patienten steigern. Das sind weitere Fortschritte, neben der Tatsache, dass die Transportsysteme moderner, besser geworden sind, die Kopfhalterungssysteme sind besser geworden. Also ich sehe ja die Entwicklung von 1995 zu jetzt, da hat sich viel getan. Es gibt also viele gute Gründe, weswegen Patienten, für die so ein Verfahren in Frage kommt, sich in Ihre Hände vertrauensvoll begeben sollten. Gibt es noch weitere Besonderheiten Ihrer Klinik, die Sie uns zum Schluss erzählen könnten? Wir haben schon erwähnt, Sie sind Leiter des Kopfzentrums, das bedeutet interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also sind die besten Möglichkeiten sozusagen in Nordheidberg auch gegeben? Es ist immer ein großer Vorteil, wenn ein Neurochirurg mit den Nachbardisziplinen wie Neurologie, Neuroradiologie zusammenarbeitet. Das ist aber an vielen Standorten der Fall. Was für mich auch eine Überraschung war, wenn ich jetzt an das Kopfklinikum in Heidelberg denke und jetzt eben an Heidelberg, das sind auch die anderen Nachbardisziplinen wie die Neuropädiatrie, also die neurologischen Erkrankungen im Kindesalter oder die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde oder die Mund-Zahn-Kieferchirurgie, die sind in Heidelberg auch angesiedelt. Augenklinik auch. Und diese sogenannten Kopffächer, wenn die sich vereinigen, dann ist das für viele Erkrankungen eigentlich für den Patienten das Optimale. Und wenn es dann noch den intraoperativen Kernspin an Ort und Stelle gibt, dann ist Nordheidberg wahrscheinlich eine gute Adresse. Für die Sachen schon, ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Krämer, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen danke ich an dieser Stelle wie immer herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihr Interesse. Hoffentlich konnten wir all Ihre Fragen rund um das intraoperative MRT beantworten. Wenn Sie aber noch Fragen haben oder Ansprechstationen suchen, was andere medizinische Themen, / andere Erkrankungen angeht, dann kann ich Ihnen hoffentlich auch damit weiterhelfen. Surfen Sie einfach mal mit ein bisschen Zeit rauf auf unsere Internetadresse. www.asklepios.com/Nachtvorlesungen lautet die, denn dort haben wir mittlerweile weit über 100 verschiedene Medizinsendungen für Sie aufgezeichnet, nach Erkrankungen und Themen alphabetisch geordnet und da sind Sie herzlich eingeladen, sich munter durchzuklicken. Hoffentlich können wir Ihnen dann auch alles noch offene beantworten. Außerdem finden Sie dort eine Liste, wann, wo und zu welchem Thema demnächst Asklepios mal wieder eine hanseatische Nachtvorlesung anbietet. Eine fantastische Veranstaltungsreihe, die ich Ihnen an dieser Stelle auch noch mal ans Herz legen möchte. Einiges zu tun für Sie. Hoffentlich sehen wir uns gleich zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.